Danke an Arctic Summer für den Support. Einen wundervollen. Ah, so, ja, schade. Flexstream. Ja, also wir haben most Damage gemacht aus unserem Team, aber leider hat es nicht gereicht. Jetzt haben wir gerade einen ziemlichen Losing Streak hier. Kriegen ziemlich einge. Wenn der Smurfs von Smurfs genervt ist. Ne, von Jungle Smurfs, weißt du, weil die haben einfach so viel Impact. Also die haben jetzt zweimal in Folge halt gegen Jungle. Du kannst halt so wenig machen dagegen, weißt du? Weil der, also du kannst ja nur deine Lane gewinnen, aber der kann ja alle drei Lanes gewinnen, weißt du? Fabrice, vielen Dank auch dafür den Support. Einen wundervollen wünsche ich. Seit wann gibt es bei Novel Werbung? Es gibt keine Werbung bei mir. Du kriegst am Anfang, das ist egal bei welchem Stream du bist, du kriegst immer am Anfang eine Werbung, wenn du die meinst. Die kriegst du nur nicht, wenn du Subscriber bist oder Turbo hast, aber gegen die kann ich nichts machen. Also ich hab die minimal möglichsten Werbeoptionen, die es gibt. Mehr geht nicht. Danke an Fabrice und der Ferdi für den Support. Einen traumhaften Aufenthalt wünsche ich. Was ist denn passiert mit dem Knie? Einfach auf meine Instagram-Story schauen, dann siehst du es. So. Kostritzer, vielen Dank auch dafür den Support. Einen traumhaften. Aber wie ist das passiert? Ich bin ausgerutscht und auf die Ecke von der Treppe gefallen mit meinem Knie. Und ich wiege ja 110 Kilo, weißt du? Das heißt, ich bin mit 110 Kilo auf die Ecke von der Treppe gefallen. Danke an Santa Alex für den Support. Einen traumhaften Aufenthalt wünsche ich. Bist du Privatpatient? Bin ich ja. Musst du ja als Streamer. Ich bin ja Selbstständiger, weißt du? Knäuel, danke dir auch für den Support. Einen wundervollen. Wie groß ist Norway? 2 Meter bin ich groß. Also 2 Meter groß, 110. Also nicht ganz, 108 oder so wiege ich aktuell. Ich habe ein bisschen abgenommen, aber so in die Richtung. Mekasio, vielen Dank auch dafür den Support. Einen traumhaften wünsche ich dir. Ist etwas kaputt? Naja, ich habe halt so eine riesige Beule am Knie, so einen riesigen Bluterguss, aber ansonsten ist alles gut. Kann ich 10 Kilo haben, bin auch 2 Meter, aber nur 70 Kilogramm. Damn. Das ist schon an der Grenze zu gefährlich, oder? 70 Kilo, ich weiß gar nicht. Was ist denn das Normalgewicht für 2 Meter Körpergröße? Das weiß ich tatsächlich gar nicht. Der grüne Schlumpf, vielen Dank auch dafür den Support. So, hoffentlich bennt keiner Nico, weil sonst müssen wir Nidalee spielen. Ich würde jetzt echt gerne mal eins gewinnen. Ich bin 1,95 und 72 Kilo. Damn, ey. Okay, krass. Schieb deinen Los auf dein Knie, ist eine gute Ausrede für alles. Naja, gut, ich bin natürlich schon unter einer Menge Medizin, ne? Also unter Schmerztabletten und so einem Kram. Aber ich weiß nicht, ob das als Ausrede durchhält. Weißt du? Voll die Hungerhaken hier. Tatsächlich, die meisten Leute, die ich aus der Gaming-Branche kenne, sind nicht so dieser standardmäßige fette Nerd, sondern, also so wie ich jetzt, sondern sind mehr so der so sehr dünne Nerd. Ich glaube, die dünnen Nerds sind viel häufiger als die fetten Nerds. Ich weiß nicht warum, aber wenn, so aus meiner Erfahrung zumindest. War auch bei dem Mod-Treffen zum Beispiel. Meine ganzen Mods sind alle so komplett, also sehr schöne Hungerhaken. Ne? Natürlich. So. Ist das nerdistisch? Ich glaube nicht, dass das nerdistisch ist, Kollege. Ich preache hier nur die Wahrheit.
Diese fetten Nerds von früher, die man kennt. Kennt ihr dieses eine Cosplay von der BlizzCon? Dieses Nerd-Cosplay? Das ist so cool, ey. Okay, Nico ist ein relativ interessanter Champion. Die ist relativ stark zurzeit, aber nicht, wenn ich sie spiele irgendwie. So. Und dann komme ich, der 6-mal in der Woche trainiert und auf die Ernährung achtet. Ja, dann bist du auch ein Hungerhaken wahrscheinlich. Die Muskeln rechne ich dir nicht an. Warte mal. BlizzCon Nerd Cosplay. Ja, das ist das beste Cosplay, das es gibt in der Geschichte der Cosplays, Leute. Ich zeig's euch einmal. Also es ist nicht das. So. Das ist schon mal nicht. Jared Lee Nandin, how do you kill that which has no life? Oh yes! So gut, ja. Das ist so gut, das Cosplay. Ist das Freddy? I wish. So was würde ich mich nicht trauen, da so vor 1000 Leuten zu stehen. So, zack, zack, zack. Jetzt geht's mal einmal kurz Richtung Mitte hier. Okay. Wir brauchen jetzt mal einen Win, Leute. Das kann doch nicht sein, dass wir hier fast eine Stunde gestreamt haben und noch nicht einen einzigen Win haben. Ich kann mich in mich selber verwandeln. Wie useless ist das denn? Kann ich jetzt ein Long Range Grave sein? Oder wenn ich... Wait, kann ich dann nur kurz angreifen? Huh. Also die Auto-Attack-Range von Nico kann kleiner werden, aber sie kann nicht größer werden, oder was? Das ist ja interesting. So. Ja, das Ori-Matchup ist wahrscheinlich... Die haben schon wieder so gutes Scaling, die Gegner. Ich weiß ja nicht, ja. Warum picken die denn immer so krasse Scaling-Comps? Für uns. Ich hab schon den ersten Pot-Charge. Okay, leider die Last jetzt mal wieder terrible hier, ha? Huh? Absolute terrible Last jetzt. Schön ruhig bleiben, ne? Heute Abend oder heute Nacht machen wir im Übrigen nochmal einen kleinen... Also heute ist viel geplant, wie ihr vielleicht schon mitbekommen habt. Und eigentlich wäre ich morgen nicht da gewesen, aber durch meine Fußverletzung kann ich den Termin, glaube ich, nicht wahrnehmen. Dementsprechend können wir morgen auch ganz normal streamen. Oh mein Gott, ey, kann ich bitte last hitten? Die Lane wäre echt gut, wenn ich gelastet hätte. Wir haben so viel Rest schon auf dem drauf bekommen. Wie lange nehmen wir? So.
Ja, der Kill hilft uns wahrscheinlich ein bisschen. Back to base. Hoffen wir, dass sie hier nicht hinläuft direkt. Jetzt sind wir fein. Nice, haben wir sie bambuselt mit unserem Trick. Sehr gut. Mitte porten hier als nächstes. Ja, unsere Lane ist damit wieder mal gewonnen. Nico OP Mitte. Ich glaube, Nico ist ein relativ guter Top-Lane-Champion aktuell. Ich glaube, Mitte ist die nicht so gut. Außer du heißt Wonderman. Ich glaube, dann ist er wahrscheinlich überall gut. Der ist ja insane auf der. Ja, du kannst auch Full Damage Nico kannst du auch spielen, ja. Full Damage Nico würde auch gehen. Da hätte ich actually noch da bleiben dürfen, ne? Oder sogar noch Kills kriegen können, vielleicht. What is this shit? Oh mein Gott, what am I watching? No, 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 no. Okay. Schnell wieder Richtung Mitte. Jetzt steht die Wave gut für uns, denke ich an. Wir haben Hard Losing Top. Unsere Botlane ist even. Aber wir haben Vayne. Vayne ist gut. Scaling wise. Kann schön ruhig bleiben hier, Leute. Hätte wahrscheinlich freezen sollen hier, warte mal. Alter, war das bad. Ich wollte kurz auf meine Cooldowns warten und sie dann halt ulten, ne? Habt ihr wahrscheinlich gesehen. Also natürlich habt ihr das gesehen. Aber das muss natürlich, also ich glaube auch, das hätte klappen können, ne? Wenn ich es besser gespielt hätte. Aber ich hab's leider nicht gut, also ich hab's leider halt verkackt. Schnell wieder Richtung Mitte laufen. So, wenn ich jetzt einen Champion kopiere, der mehr Movement Speed hat als ich, 365, habe ich dann auch mehr Movement Speed? Goddammit. Leider nein. Ja, Level 7 könnte sogar reichen, vielleicht. Hä? Ich meine, klar hätte ich das EQ treffen können, aber das ändert ja nichts. Oder übersehe ich irgendwas? Also, Tod ist ja immer da. Hä? Also, ist der nicht immer tot, oder? Ich hätte Ulti hatte ich noch nicht, ne? Die kam erst wieder. Schauen wir, dass wir das hier kurz reinpushen.
Ich weiß nicht, warum die Leute immer andere Leute flamen, wenn sie runterlaufen. Ja, ich meine, er ist in zwei Gegner reingeeht, hat jeden Spell getankt, sein Q und seine Ulti verfehlt und dann hat er mich geflamed. Oder sehe ich hier irgendwas? Na klar, ich habe meine Combo auch verfehlt, aber das hätte ihn ja nicht mehr gerettet, oder? Ich glaube nicht, dass ihn da rettet, wenn ich die treffen würde. Jetzt steht unser GLP hier. Mal eine pushen nach schnell. Mal interrupten kommen, das heißt, wir laufen jetzt hier einmal rum. Und die Drake? Warte mal, ich stehe Drake. Ja, das war mal gut. Aber sie kriegen... actually, dann ist okay. Aber das war trotzdem ein schlechtes Spiel von mir. Ich muss da den Speer schon flashen, den ersten halt, logischerweise. Okay. Leider steht die Wave schlecht für uns in der Mitte. Das ist nicht so cool. Ich kann tippen dafür, I guess. Ja, hochtippen. Ja, ich glaube, ich muss die Mitte tippen. Dann müssen wir schauen, dass wir Roman aus der Mitte raus. Ja, jetzt können wir schnell Bot laufen. Wir müssen jetzt halt diesen extremen Power Spike, den wir aktuell haben, müssen wir jetzt nutzen. Und halt damit ganken. Lassen wir. Man hat mal gesehen, wie sich die bewegt haben, dass hier ein Ward drin sein muss. Sehr schnell. Ist ja die Nico wieder Weibe? Stimmt. Also so Attack Speed Nico ist nie ganz schlecht. Vielleicht wäre die sogar besser gewesen. Also die carried halt später härter. Na, mit dieser Freeze Nico seid ihr halt irgendwann dann doch nur Utility bisher. Das heißt, vielleicht wäre es besser gewesen. Ich hätte den Assist gerne noch gehabt da. Aber es ist natürlich besser, den Kill auf der Vayne zu haben. Aber den Assist hätte ich gerne gehabt. So. Kann den Drake schon nehmen. Oh, wenn ich die Combo treffe, kann ich den da all in, ne? Sein dann. Kann den nicht contesten. Okay, ich setze mal schnell zu Lane. Sehr gut. Wir machen so viel Work hier. Können wir carryen, Leute? Was meint ihr? Können wir carryen? Ja oder nein? Dass sie den Bot-Turret hier nehmen können. Na gut, der hat noch 5 Platten, nehme ich an. Wollen wir mal vielleicht einen All-In in der Mitte kriegen auf den? Turret-Plating will soon fall.
muss oben aufpassen. Wenn möglich. Ja, die hat den. Ich glaube, wir können den Mid-Turret hier nehmen. Das ist ein bisschen risky, wenn die Nidalee kommt. Aber der hat jetzt keine Platten mehr. Das heißt, wir killen den sehr, sehr schnell hier. Mit den Important Autos und den First Turret Gold. Würde ich natürlich schon sehr fühlen. Ich glaube, das war zu offensichtlich, ne? Der war ein bisschen zu offensichtlich von mir, der Move. Das ist so dieser klassische Nico-Play. Tatsächlich, wenn ich das gemindgamed hätte und einfach nach da gelaufen wäre, ne, das wäre cool gewesen. Das wäre schon cool gewesen. Hätte ich ihn mindgamen können. Da hätte ich ihn ganz, ganz böse meinen. So, jetzt haben wir unseren Freescore. Jetzt ist die Frage, was baut man nach dem Freescore? Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung. Dann haben wir leider eine gefeedete Nidalee. Was ein relativ brokener Champion, wenn er Head kommt. Können wir Rabadons oder so bauen, Mene? Können wir vielleicht gleich. Ah, nice, die haben die Botlane schon. Das ist super, dass unsere Vayne Lane gewinnt. Oh, mein Name. Die Nidalee ist das einzige Problem, das wir noch haben hier. Sexy Player, holy shit. Der Flash war erzählt, oder? So. Okay. Wie machen wir hier weiter? Nidalee gegen die Welt. Na gut, die Soraka ist auch noch relativ stark. Oh, nice. Komm mal von ganz hinten. Was, der hat immer noch Flasher? Ja, damit man. Wenn immer noch Flasher, ja. Okay. Weiß nicht, ey, das ist so schwer, da was zu machen. Weil wir haben halt gefühlt, also gefühlt haben wir halt keinen Jungler und die Gegner haben drei Jungler. Hier. So vom Gefühl her.
Ich weiß nicht, was unser Jungler ist. Ist der überhaupt irgendwann mal da und macht Sachen? Oder ist das nicht auf dem seiner Agenda her? Need Graves to join. So, jetzt gehen wir schnell. Dann spritzen wir los. Scheiße, ey, ich hab mir gerade aus Versehen volle Kanne gegen mein Bein gehauen. Oh, das hat wehgetan. Das war nicht gut. Holy shit. Graves ist ein Farm-Jungler. Ja, Nidalee ist auch ein Farm-Jungler. Aber das ist ja das Starke auf diesen Champions. Dass du unglaublich gefarmt sein kannst und trotzdem überall da sein kannst, weil die so schnell farmen. Das ist ja, warum die aktuell jeder abused, diese Champions. So. Sollten hier catchen, bevor die zu stark werden, Leute. Morello wäre auch nicht schlecht, ne? Das war's leider für uns. Aber die Fiora kriegt ja immer noch auf dem Schlips hier. Meint ihr, ich kann den killen? Den Volibear. Ich weiß gar nicht, ob ich in Time hinkomme. Kann ich eigentlich noch Auto-Attacken, während ich da diese Combo mache? Oder benutzt man die Zeit zum Laufen? Mate, hat sie gerade Jungle Gap Nidalee gesagt? Hat Nico gerade Jungle Gap Nidalee gesagt? Wait a minute. Noch die eine Wave voll, ne? Schade, dass ich da nicht getroffen habe, ne? Hätten wir den auch noch haben können. Können wir schon? So. Dann geht's gleich zur Base und dann können wir wieder tippen. Okay. Ich hab meine Rabadons. Ich bin schon sehr stark in Nico jetzt, ne? Was würdet ihr denn als letztes Item bauen hier in dem Game? Was würdet ihr holen? Für den Drake jetzt hier schon. Ja.
Boah, ein Feuerball, Junge! Macht voll Spaß, Nico. So, zack. Wie viel Damage macht denn die Ulti? Wait, die macht nur 1500 Damage? Das ist ja nix, ne? Hm, ich gedacht, die macht mehr. So, jetzt schnell umflitzen. What? Okay. Hm. Die war 1 HP und dann war sie full life. Und ich war full life und dann war ich 1 HP. Goddammit. Wir mal kurz back to base. Ja, wir sollten Morello gehen hier. Einfach für die Heal Reduction. Die haben so Raka Heal und Nidalee Heal und den ganzen Kram. Ich meine, irgendwann sollten wir wahrscheinlich auch Sonja spawnen, sonst können wir wahrscheinlich nicht mehr reingehen irgendwann. Mein Morello bringt da jetzt nicht so viel, aber es hilft ein bisschen, würde ich sagen. Halt 40%, ne? Oh no. Oh no! Nein, Quote! God damn it, Team. War jetzt nicht so gut, ha? Ich glaube, das haben die gerochen, dass ich da kommen möchte. Okay, aber unsere Fiora gewinnt mittlerweile gegen den Vodibear. Die gegnerische Nidalee ist an dem Punkt, wo sie jedes Mal, wenn sie, wenn sie stirbt, Open schreibt. Das ist immer ein ganz guter Punkt. Wolzdorf wäre auch extrem stark. Naja, die haben halt nur 2 Affin, also die haben halt wirklich fast 0 MR, ne? Ich glaube, wir haben genug gemacht, dass unser Team zurückkommen konnte. Tatsächlich zu dem Zeitpunkt. Ich meine, jetzt ist jeder von uns stark. War ein langer, langer, steiniger Weg, die ins Game zu bringen, weil die wirklich für die komplette Anker-Performance gegangen sind. Aber jetzt sind sie schon stark, die Leute. Schnell nach oben flitzen hier. Sitzt der Stun? Sohn des Narcus? Natürlich nicht. So kennen wir unseren Narcus, ey. Naja, der Graves hat eigentlich super schlecht gespielt, aber der hat halt einfach gefarmt und wir haben währenddessen das Game nicht verloren. Jetzt heißt es so super, super strong, der Kerl. Aber so spielt man eigentlich diese Farm-Jungler, spielt man eigentlich nicht so, ne? Sondern. Eigentlich spielt man die schon so, dass man ein bisschen earlier probiert, Impact zu haben. Freas Bruder, ja. Der Bruder des Narcus. Narcus ist so ein französischer Jungleman und Influencer. So. Schauen wir mal, ob wir uns als Double Lift Titan können hier. Du musst deine Runen zeigen, das sind die Standard Frozen ja, Dings Glacial Augment Runen, die du immer nimmst. Also das ist wirklich komplett Standard. Ich glaube, wir sollten für die nächste Objective-Reihe gehen hier.
Müssen wir noch eine Ulti reinkriegen, ne? To base wieder. Haben wir genug für Moreno? Ja, uns holen. Also die Fights später sind aber schon schwierig mit Nico, ne? Weil du kannst ja, also du willst ja immer da so rein und für die Ulti-Plays gehen, aber das geht eigentlich gar nicht mehr zu dem Zeitpunkt vom Gefühl. Ich habe auch gerade mal 660 AP, obwohl ich 6 Items habe, ne? Schwierig. Sonjas? Die hat Sonjas, okay. Was ist das hier noch? Einfach kein Damage bisher. Das ist so das Hauptproblem mit Nico gerade für mich. Ich komme nicht so richtig rein in die Fights und kann die Leute killen. So, ich habe keinen Finish in hier, aber zu dem Zeitpunkt. Können wir? Mal schauen. Alter, wie awkward das ist mit Nico. Mit der Graves-Passive, what the fuck? Yes, we did it, Team! Woohoo! Der erste Sieg heute! Und es hat uns nur 2 Stunden hat's uns gebraucht, hier den ersten Sieg zu bekommen. Amazing! Und wir folgen diesem grandiosen Game mit einem Champion, der fast unwinnable ist. Und zwar kommt jetzt Nidalee Midlane. Ja, Nidalee Midlane. Das wird, glaube ich, ziemlich terrible, ha? Huh? Ich habe überhaupt keine Ahnung, wie das klappen soll. Wen auch noch wir denn hier? Wahrscheinlich Mirko, die alte Legende. Oldschool Pick, würde, aber ich glaube, AP Nidalee ist komplett useless, oder? Ich glaube, wir müssen Tank Nidalee oder sowas spielen, wenn wir das gewinnen wollen. Ich glaube, wir müssen Tank Nidalee spielen. Also Tank AD, Trinity Force, Presti Attack Nidalee oder sowas. Weil die, also ich glaube AP Nidalee, also Full AP Non-Jungle Nidalee ist komplett useless, wenn ich mich nicht täusche. Aber ich meine, ich glaube es gibt ein Top-Lane AD Nidalee OTP gibt's in Diamond 1 oder sowas. So, wie geht's dem Knie? Nicht so gut. Gerade. Ich habe mir aus Versehen gerade draufgehauen aufs Knie, das war nicht so gut.